So, aber jetzt, ich versuche es jetzt zum, ich glaube, dritten, fünften, sechsten Mal. Ich weiß nicht. Aber herzlich willkommen zum letzten Part von Remember Me. Oder auch nicht. Aber wir versuchen es. Wir haben gelernt, dass da unten, das ist Nillen. Zumindest ihre Erinnerung. Na gut, auf jeden Fall, wir müssen jetzt den Papa löschen. Schlauchen. Ich bin da so süß, Schlauchen. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wer ist das? Diese Stimmen. Dein Vater. Er behielt viele deiner Kindheitserinnerungen für sich. Das ist ekelhaft. Genie und Verzweiflung. Eine gefährliche Mischung. Das ist ekelhaft. Oh nein, mein Vater erinnert sich an mich. Das ist so pervers. Was kommt denn als nächstes, dass er meine Mutter hatte? Alter. Man kann ja ein bisschen übertreiben im Scriptwriting. Ey, geh da rüber. Ja, Nellen, und er hat mit deiner Mama geschlafen. Das tut mir so leid. Sowas wie du sollte kein Kind erfahren an Schicksal. Ich steigere mich dazu sehr rein. Ich hatte Tränen gerade im Auge. Ja. Echt, so weit runter müssen wir gehen. Epic Nillen. Ich sehe nur blasse Fragmente meines Lebens. Lautlos, fade, dumpf und tot. Mach das Familienalbum später fertig. Charles ist in der Nähe. Du hast's fast geschafft, Schwester. Der Albtraum ist fast vorbei. Da stimmt was nicht. Ich bin sicher. Was ist das? Mein Vater. Seine Arbeit ist sein Leben. Und ich soll ihn überzeugen, es zu zerstören? Seine Arbeit war der einzige Weg, das Leben zu retten, das er so sehr liebte. Was meinst du? Schau dich um. Schmerzliche Erinnerungen zu löschen. Einen Autounfall zu vergessen. Mein Gott, er tat all das für mich. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn überzeugen kann, es zu Ende zu bringen. Ich kann alles. Alle wieder hinkriegen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Nur etwas mehr Zeit. Nun soll er seine eigene Medizin schmecken. Was passiert, wenn wir das nicht klicken? Ich möchte das mal ganz kurz testen. Ich will das mal versuchen, ob man nicht remixen muss. Na, warten wir noch einen Moment. Ich lasse mich hier nicht hetzen. Ich warte jetzt, bis 4 Minuten sind. Das sind noch 10 Sekunden. Ich will gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Alternative Ending oder so kommt. Nö. Schade. Remixen des Todes. Jahre, okay. Oh nein, bitte nicht noch eine Folge machen müssen. Ich wollte das nämlich voll cool beenden und so. Moment. Wir remixen jetzt einen Remix? Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchen. Schlauchen! Mami mag Jax nicht mehr, weil er böse war. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Oh, Schlauchen. Mamis Bein heilt nicht mehr, es ist zu spät. Oh.
Das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt helfe ich erstmal meiner Kleinen. Aber der wollte doch nichts Böses. Er ist ein Heroist. Na, wie fühlst du dich? Meinst du, Mami hasst Jax? Nein. Warum? Hat er was Böses gemacht? Nein. Nein, hat er nicht. Nur geh wieder spielen, ab mit dir. Okay. Daddy hat zu tun. Hab dich lieb, Papa. Eigentlich war das nicht böse, was er gemacht hat. Komm, Teddy. Wie süß. Voll knuffig. Ich habe es, Silla. Ein Heilmittel gegen das Elend. Das du an deinem Kind getestet hast, glorreich. Damit lindere ich deinen Schmerz. Und wir werden wieder glücklich. Und dann... befreie ich die ganze Welt vom Schmerz. Größenwahnsinn, FTW. Was? What? Also, ich persönlich bin der Meinung, kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen, deswegen finde ich, dass es etwas übertrieben ist. Ja. Schön ruhig. Ich finde das nicht gut. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein fällt nicht mehr, es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt... mach mal irgendwas. Helf ich erstmal meiner Kleinen. Oder? Nee, ne? Jägerhandschuh. Den Remix remixen. Nee, echt jetzt? Eine Gameception? Ein Remix in einem Remix? Moment, ich remix jetzt den Vater, der mich remixt. Und also ich remixe des Vaters Remix, wie er mich remixt. Ey, Moment, ich hab's doch schon mal geschafft, Nillen zu töten irgendwie. Wie hab ich das nochmal hingekriegt? Och nee, ich will nicht schon wieder hier 5.500 Wochenstunden Dingens Zeug machen. Nicht schon wieder diesen blöden Unfall. Überspringen, Fragezeichen? Nein, geht nicht. F, E, R, T, G. Genervte Awesome-Taste. Nein. Silla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mama Referik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo Hallo, über die Memorial-Therapie zu lesen? Einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter. Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Bei ihm sieht das cool aus. Denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Ja, Giant Papa. Mr. Creeplord hier. Das ist schon cool. Ja. Er will uns hier einfach total alles nachmachen. War das hier der Einzige, den ich machen muss? Steckdose, kurz schließen. Bretz. Ach so, nein, es gibt mehr als eins. Na gut.
Nein! Ich sehe es kommen, es werden doch zwei Let's Plays. Dann habe ich ja schon wieder einen falschen Satz gemacht. Wie weit können wir zurück? Bis Giant Creep Father. Es war so leicht, als wir nur einen Knopf drücken mussten. Da, schnell zurückspulen. So, es gibt bloß irgendwie nur zwei Dinge, die man machen kann. Moment mal. Zack, 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 zack. Dass die ihren Papa nicht sehen? Die ist jetzt nicht gerade klein, aber gut. Becherhalter weg. Ich ahne was ganz Schlimmes. Boah, sind die präzise hier. Oh nein, ich will mich nicht selbst töten. Moment. Aber, aber. Ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Frontscheibe. Anbrechen. Jax hat's gefaked. Passiert jetzt was? Nö, so wirklich irgendwie nicht. Habe ich das verpasst mit dem Kurzschließen? Sein Umweg über Neubel will nehmen und der Verkehr war schlimm. Ja. Guck Fernsehen, Nille. Oh nein. Organisierst du den Geburtstag? Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Och Mensch. Darf ich ihn haben? Bitte. Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden die Gedächtnisse speichern. Hallo, mein kleines Schlauschen. Morgen, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn das heute Wurz ist. Die Möglichkeit. Na, ich will zurück, zurück, zurück. Steckdose. Bringt das was? Das menschliche Gedächtnis steuern. Ja. Also so wirklich irgendwas hat's noch nicht gebracht, ne? Sicherheitsgurtabschnitt ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin mir sicher, ich muss die Scheibe pläten. Na, Fliege. Boah, ich hasse diese kleinen Drecksfliegen. Ja, das kann weg. Stell das mal hin. Hey, wo ist denn das mit der Windschutzscheibe? Wo ist... Moment. Tut mir leid. Nö, eigentlich tut's mir nicht leid. Weil darauf basiert das Spiel. Also nicht 1000 Fails zu machen, aber... So... Nochmal einen kurzen, halben Schnelldurchlauf. Der soll rein. Moment. War da gerade was? Was ich letztens übersehen habe? Achso, ja, sie. Aber das habe ich ja nicht übersehen. Das ist... Ich hätte es nur jetzt fast übersehen. Naja, gut. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Seitdem sie weiß, geschenkt. Dann kommt die Windschutzscheibengeschichte. Na da. Schlauchen. Moment. Neu starten. Jetzt hätten wir den Kurzschluss haben müssen. Perfekt. Na gut, Jax geht nochmal kaputt. Windschutzscheibe bleibt auch nochmal kaputt. Moment.
von Frontscheibe. Kapöten. Moment, war das... Das war schon Jax. Hä? Oh Mensch, es ist zu spät. Also, uhrzeittechnisch. Aber langsam habe ich die Schnauze voll, das von ihr zu hören, ganz ehrlich. Geschweige denn von dem, was sie erzählt. Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk... Moment, ich habe da noch nie so richtig hingehört. Deine Tochter ist ungeduldig, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk bekommt. What the fuck? Am Geburtstag? Bei so einer fucking reichen Familie? Hä? Warum finde ich jetzt diese blöde... Moment nicht mehr, wo die Steckdose kaputt ist. Siehst du? Dein Roboter repariert sich selbst. Nice! Was ein cooler Brobot. Jetzt, es wäre ganz praktisch eigentlich, wenn ich jetzt mal... Ne? Ah... Das kam danach. Code schließen. Was zum? Au! Oh. Nelin, hör auf. Das ist gefährlich. Nein! Wir haben uns selbst getötet. Echt jetzt? What the fuck, wo sind wir? Naja, will ich es eigentlich wissen? Nein, Schlauchen, irgendwo. Nein, Teddy! Und Schlauchen. Was eine abgefuckte Scheiße. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Der Reifen ist komisch zerplatzt. Vielleicht will ich gar nicht wissen, was jetzt passiert. Wir haben uns gerade selbst tot gemixt. Abgefuckt. Ich glaube, heute machen wir Überlänge, weil ist wichtig. Wann misst man Puls am Knie? Gut, er will keinen Puls messen, aber trotzdem. Boah. Jetzt stellt euch mal vor, das würde mit eurem Kind passieren. Ihr würdet das dem Kind helfen wollen und ihr frittiert ihren Kopf. Macht sie kaputt. Übel. Echt übel, die Vorstellung. Alter. Du bist eigentlich tot. Jetzt geh da hin. Lass das nicht zu, Mann. Mein Kind. Verzeih mir. Ich war nicht begabt, nur eine gute Schülerin. Du warst ein Experiment, Nellen. Mach ihn fertig. Tu es. Nein. Oh, Edge. Welch tragische Verschwendung. Stopp. Ist gut jetzt. Schluss damit. Geh da rein und sag's ihm. Teddy.
Oh, wie schön. Oh. Ich verstehe. Du hast den Remixer neu gemixt. Das ist sehr clever. Du musst alles stoppen, Papa. Die Experimente, den Missbrauch, die Lügen. Die ganze Welt stirbt an zu viel Amnesie und falschen Erinnerungen. Das Grauen, das ich fand. Es schien so perfekt. Eine solche edle Idee. Nein, Charles. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Du hast deine eigene Frau als Versuchskaninchen benutzt. Und deine Frau auch, wenn ich es zugelassen hätte. Du hast mir nie verziehen. Warum bist du heute hier? Weil ich dich geliebt habe. Und weil du immer noch ein Genie bist. Es tobt ein Bürgerkrieg, Charles. Hass. Angst. Unruhen. Leid. Alles, was du beenden wolltest. Wir sind schuld, Charles. Und es muss aufhören. Wir sind fast da. Wir müssen den Fluss an der Quelle unterbrechen. H3O abstellen. Das Sicherheitssystem ist unknackbar. Es sei denn... Es ist Zeit. Es sei denn, wir genehmigen den Zugang. Gemeinsam. Und voilà! Kriegt gleich einen Orgasmus, der Kerl. Zentralen Server gewähren. So, Schwester, nun musst du den Job beenden. Edge geht voll steil, ey. Zugangsprotokoll H3O. Stimmerkennung. Bereit. Memorize. Hominis Evolutio. Seiler, Charles, Identität bestätigt. Zugang zu Memorial Servern frei. Krasses Sicherheitssystem. Du bist eine bessere, stärkere Cartier Wells als dein Vater und ich. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Hier, für dich. Der Roboter. Ich brauche dein Gedächtnis nicht mehr. Vorsicht, er macht dich gerade tot. Als du noch klein warst, kamst du mich oft besuchen. Mit diesen Erinnerungen findest du deinen Weg. Danke, Papa. Bitte, mein kleines Schlauchen. Schlauchen! Ich werde den Namen so süß. Das war abrupt. Wird H3O abgeschaltet. Du hast es geschafft, Schwester. An einem Tag gelang dir, was die Terroristen in 10 Jahren nicht geschafft haben. Aber Verbrecher sind wir dennoch. Bei deinen Verbindungen solltest du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich also endlich treffen? Ja. Folge der Reminiszene, die dir dein Vater gab. Dann ist alles vorbei. Ich hab da so ein Gefühl. Wie auch jede andere Maschine. Edge! Edge! Witzig, dass Fragezeichen und Ausrufezeichen gleich dargestellt werden. Jax! Ich finde diesen Kleinen so süß. Beeil dich, Jax. Papa mag es nicht, wenn wir hier unten sind. Ein kleiner Brobot. Kann ich auch rennen, bitte? Oh nee, ich mache definitiv keinen neuen Part. Das wird ein massiv langer Part. Und das tut mir nicht leid, weil ich wollte es einfach nicht... Zwei unterteilen. Ihr solltet die ganze Story sehen und, na gut, der Remix hat ein bisschen Zeit gekostet, aber wir leben jetzt damit. Es wird ein scheiß langer Part. Eigentlich wäre jetzt Schluss. Scheiß drauf. Könnte eine 40-Minuten-Folge werden, aber ist auch die letzte. Das meiste davon sind eh wahrscheinlich eh Credits. Ah.
Meine Güte, ist das hier für Wochen. Ist ja nicht so, als hätten die ein paar Server oder so. What the fuck? Überhaupt nicht verwinkelt. Das sieht aus wie der Zentralkern. Und ich habe da eine scheiß Vermutung. Ich war kein sehr glückliches Kind. Jax war dein einzig wahrer Freund. Da bist du. Du hast nicht geantwortet. Lange hatte ich deine Erinnerungen nicht mehr erlebt. Fast vergaß ich, wie sie schmerzen. Was heißt neu erlebt? So viel Schmerz, Schwester. Und so lang, so leer, so wahr. Edge, du machst mir Angst. Edge, mach hier keine Angst. Kleine Schwester, H3O muss verschwinden. Darf ich mal spoilern? Denn ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt spoilere, aber ich glaube, ich weiß, wer Edge ist. Meine lieben Freunde, vielleicht kann ich das jetzt schon mal zumindest im Ansatz sagen. Danke, Nelen. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Und da bin ich. Hier, wo alles begann. Ja, es war hier, wo du mich gebarst. Ist dieser Ausdruck nicht ein wenig beleidigend, Bruder? Es ist nur eine Frage der Perspektive. Wann kamst du drauf? Genau. Edge ist H3O. Jetzt weiß ich. Natürlich. Wirklich, ich will sterben, Nirin. Ich lüge nicht. Wer bist du? Wirklich? Ich bin Edge. Ein Spontanwesen aus der Jauchegrube, in die der Mensch seine grauenhaftesten und schmerzlichsten Erinnerungen versenkt. Ich bin H3O. Meine erste Erinnerung sind die Tränen eines Mädchens. Ich bin das Kind von Memorize und sein schlimmster Feind. Der Vater der Leaper und ihr Todesengel. Ich bin dein Freund. Du musst mich töten. Und wenn ich nicht will? Du hast keine Wahl, Schwester. Sound. Du musst dich mir stellen. Und solltest du nicht gewinnen, vernichte ich dich. Ich habe da ein ganz blödes Gefühl. Och nö. Ich habe Angst. Auch ich. Habe ich nicht gerade gesagt, das wird eine fucking lange Folge, vielleicht 40 Minuten? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, was diese Folge angeht. Und ich habe das ganz miese Gefühl, ich muss es cutten, eventuell. Och, fuck off! Bitte nicht. Und diese Tonprobleme machen es nicht besser. Also eben sahst du netter aus. Begeh doch einfach Selbstmord. Hallo, Schwester. Zerbrechen wir deines Vaters Lieblingsspielzeug. Edge. Edge, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich bin H3O. Edge war nur ein Teil von mir. Ein Agent. Geschaffen, partitioniert. Und gesandt, dich zu finden und herzubringen. Aber du bist Terroristin. Du schworst, das Wüten von Sensen zu beenden. Ich bin H3O. Ich bin Sensen. Es hat Leben, es geht mir auf den Sack. Ich habe jetzt eine extra Überlängere gemacht, ne? Und ich kann's nicht fassen. Ich muss tatsächlich noch eine Folge machen. Oh. Da hätte ich auch in 15 Minuten Parts cutten können. Es tut mir leid. In dem Fall tut es mir tatsächlich leid. Ach, aber es ist nicht alles verloren. In der nächsten Folge schaffen wir es. Und dann versuchen wir, das ist die letzte Folge. Ich kann es jetzt noch länger machen. Der Kampf wird mich wahrscheinlich wieder 5 bis 10 Minuten oder länger kosten, je nachdem, wie ich mich vertippe und dann die Credits dabei. Und ich kann nicht einen 1-Stunden-Part hochladen. Es tut mir wirklich leid. Aber, naja.
Wer hätte es ahnen können? Beim nächsten Mal sind wir vorsichtiger, wir cutten einfach direkt. Solltet ihr jetzt bis hierhin zugeguckt haben, vielen Dank, dass ihr es so lange ausgehalten habt mit mir, mit dem Spiel. Was auch immer, doch wir wollen das ja nicht ganz beschissen ausgehen lassen, deswegen habt ihr zumindest noch ein bisschen Glück, denn wenn euch das Ganze gefallen hat und dass ich extra für euch länger machen wollte und das Teddy so süß ist und Schlauchchen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann habt ihr richtig Glück, denn ihr habt jetzt schon so viel von mir bekommen, aber wenn ihr heute auf Like klickt, das ist kein Scherz, dann haben wir in der nächsten Folge es wahrscheinlich geschafft. Das ist die letzte Folge. Ja, es ist kein Scherz. Das ist heute mein Wunsch an euch. Oh. Egal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, meine Wölfe. Macht's gut.